Moin moin ihr Landratten und herzlich willkommen zu dem nächsten Teil von If Sun Sets. Ich will erst einmal schnell meine Bude noch ein bisschen hochbringen. Rüstungswerkbank, hö. Na gut, haben wir nicht. Ah ja, okay. Jetzt habe ich fast nichts mehr. Das warten wir mal. Moment. Stopp, verbessern. Ich will gucken, was da. Da brauche ich ja nur Steine. Das ist natürlich. Na, das sind wieder Bretter. Das lassen wir jetzt mal so. Obwohl. Ja, der geht erst nuf nach. Weil, ich muss hier noch eine Falle vorne drauf stellen, ne? Und zwar. Dornenfalle, ja. Muss ich ja wieder gucken, weil die stellt sich ja wieder anders dahin, ne? Ah ja, alles klar. Okay. Das lassen wir so. Und hoffen wir mal, dass das alles hier wunderbar hält. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das was wird, aber schauen wir mal. So, Fakt ist, ich wollte mal mein Zeug da reinschmeißen. Was hat er gesagt? Z muss da wieder auffüllen. Perfekto. Keine Ahnung, die Kohle schmeißen wir mal da rein. Das Ding schmeißen wir weg. Den Bogen raus. Das Ding raus. Ah ja. Ich hab noch Zeug. Moment. Dorei. Dann nehmen wir mal lieber die. Weil ich von den anderen habe fast gar nichts mehr. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, knapp 1,5 Stunden, also müsste normalerweise. So. Die tun wir mal der Nuff, das sind leere. Gut, da habe ich jetzt noch. Achso. Ist noch ein bisschen frei, weil ich das komische Geraffel da, was ich da alles habe, Alter, keine Ahnung, was ich da damit auffangen soll. Jetzt muss ich gucken. Ameisenextrakt, da habe ich jetzt da nirgendwo mehr drinnen, ne? Muss ich mal in die untere gucken. Nee. Dann schmeißen wir die mal da. Da bin ich doch ein Blödfön. Was mache ich denn? Die Knochen wollte ich ja. Knochen?
Suzuka Antriebsstufe. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Müssten wir mal, weil da steht ja, warte mal. Eine Vorrichtung, die durch die Kraft eines mysteriösen Steins fällt, in der Umgebung mit Energie versorgt. Aha. Ja. Ansonsten haben wir ja alles. Los. Also könnte man auch noch mal ein bisschen was. Na, haben wir uns neue den Neiden, reicht es wenigstens. Perfekt. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Jetzt wollte ich noch einmal gucken, welche Waffen und Zeug. Ich wollte mal kurz was gucken, diese Armbrust, was ich doch gerade gesehen habe, die hat Schaden 12. Meine Armbrust hat ...10+2. Was ist denn das? Halleluja, was ist denn das für ein Scheiß? Was auch immer. Wir stellen es einfach mal hin, mal gucken, was passiert. Gott, mein Nerven. Also ich hoffe mal, dass ich diese Nacht überstehe, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ohne, dass dann mein Level nur ganz gewaltig ansteigt. Das wäre echt eine verdammt feine Sache, würde ich jetzt mal sagen. Wenn die Nacht dann rum ist, gehen wir erst einmal in das Ding hinein, in dieses Irwins Versteck-Dingsbums da, weil ich denke mal, dass wir bei den zwei Zipfelgletscher, wo wir befreit haben, dass wir da eventuell vielleicht da was kaufen könnten. Weil ich habe da auch so viel Scheiße da drinnen, ne? Das ist unglaublich. Also die Rubine kann ich verkaufen. Dann diese Kaktus-Dinger, also alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird dann verkauft. Jetzt wollte ich mal doch gucken, was ist denn das überhaupt? Eine Fackel. Aha. Was haben wir da jetzt so Schönes? Das wollte ich ja auch mal gucken. Moment, da wollte ich rein. Der hat Schaden 8, der hat Schaden 15, also das ist schon besser, ne? Also, das ist ja schon mal ein Brett, ne? Sollte man vielleicht einmal ausprobieren. Aber dafür fehlen mir jetzt dann die Rohholzdinger, aber da habe ich jetzt nichts mehr. Robuster Knüppel. Der hat Schaden 8. Robuster Speer. Ja, Schaden 22, das ist natürlich ein Wort, ne? Das ist der, was ich da hab, ne? Was ist denn das überhaupt? Schaden 24, willst du mich verarschen? Ach, das ist ein Schwert? Oh. Okay. Ein Molly ist natürlich auch was Feines, ne? Molly, der Sandbohrer. Der hat Schaden 19. Der ist natürlich noch besser, ne? Sandspeer 20. Sandschwert 17. Alter.
Das werden wir uns definitiv mal machen. Da bräuchte man. Ah, oh, Scheiße, jetzt geht's schon los. Reißen mir die Bude ein! Überlebt, ey. Ich seh die Reise mir voll die Bude ein. Todesstrafe, alle. Ernsthaft? Hast du das gesehen? Die reißen mir voll die Bude ein. Wir probieren es jetzt noch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie überlebe. Oh, das war ja nicht normal. Also damit habe ich ja jetzt hier überhaupt nicht gerechnet, ne? Also. Warte mal. Natürlich kein Bretter mehr, ne? Bodenfalle, was denn? Klebrige Bodenfalle. Dann haben wir das letzte Mal auch nix. Nützt mir nix. Was ist das? Oh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für ein Scheiß? Antike Teile. Mm-hmm.
Ein Geschützturm. Ernsthaft? Oh, ich leck mich doch am Arsch, ey. Ja, es bringt dir nichts. Ich muss gucken, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, dass ich da irgendwie durchhalte. Solange ich die Dinger irgendwie natürlich jetzt nochmal, ne? Gut, den haben wir. Stein ist kaputt. Aus.
hab's doch bald überstanden. Also wir müssen definitiv mehr Falle vorne durchstellen. Also ich glaube, ich stelle nochmal fest. Ich glaube, ich hab. Ey, kack jetzt bloß nicht ab! Boah, irgendwas stimmt hier nicht. Das kackt total ab. Ist doch. Feenlevel ist gestiegen. Das ist doch schon einmal was. Also Fakt ist, wir sind Level 19. Das hat sich natürlich brutalstens gelohnt jetzt nach. Halleluja, sorge. Lecken wir mal, stoß hier alles kaputt. Fick doch die Hähne, ey. Alter, wir brauchen tonnenweise Holz jetzt. Alter, da geht ja mal gar nichts dran vorbei. Was mich natürlich interessiert, wie viel habe ich jetzt? 4630, das ist ein Wort. Das ist doch schon einmal gut. Wir gucken mal. Ist leer. So ist auch leer. Oh, was war das? Muschel. Ich will mal was gucken, ob ich die. Geht nicht, ne? Weil ich natürlich kein Zeug habe, ne? War klar. Also ich brauche große Stecke. So, ich wollte mal gucken, weil ich müsste echt mal ein paar Bambi pflanzen. Jetzt müssen wir mal gucken. Palmsamen nehme ich. Samenkohl. Kleine Samen, ne? Ja, ich glaube, das reicht erstmal mit denen. Schön. Jetzt brauchen wir Holz und zwar tonnenweise Holz.
Mit dem Ding warten wir jetzt erst einmal, weil ich muss mal gucken, vielleicht kriegen wir das mit meiner Bude noch hin bis heute Abend. Ich kann mir es zwar nicht vorstellen, aber schauen wir mal. Also die Bäume wachsen anscheinend unheimlich schlecht nach, habe ich das Gefühl. Na freilich, wer denn sonst? Es läuft doch schon im Licht. Also die Bäume wachsen anscheinend nicht mehr nach. Also das ist ja schon mal scheiße. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. So, sieht doch schon müde. Also von den Kleinen haben wir ja mehr als genug, ne? Also so ist es ja nicht. Aber die Grause, das ist wahre Pracht. So, jetzt passt am Ofen. Wir hauen uns da jetzt mal was zum Trinken rein. Dann werden wir die nämlich gleich mal mitnehmen. Ich will noch mal gucken, vielleicht ist die Kiste jetzt endlich mal aufgefüllt. Oh ja, klar. Gegenstand ist repariert. Größere nehmen, vielleicht kriegen wir da mehr raus. Mal den einen noch und dann gehen wir mal. Ich meine, wir haben 105, das dürfte doch erst einmal. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Und gucken wir mal, was wir mit dem bisschen Holz da jetzt reparieren können.
Außerdem müssten wir wieder einen Cut neu machen. Reparieren, oder? Oh, da geht einiges flöte, du. Gut, innen drin sitzt er schon wieder. Da ist ja alles im Arsch. Dornenfalle. Ja, das ist ja schon einmal ein bisschen was, ne? Ich muss mal gucken, was wir da. Na gut, das ist immer in Angriff 3, ne? Also was wir dann definitiv bräuchten, diese Fleisch benötigt Material. Also diese Dornenfalle sind ja schon mal ganz gut. Also diese Bronzedinger, wenn man nichts nütze. Man könnte natürlich auch so Wand aus rumziehen, ne? Ob das was bringt, ist natürlich auch eine Frage, ne? Was ist denn das überhaupt? Bodenfalle klebrig. Angriff 1, das kannst du vergessen. Ich frage mich, wie man Eisen kriegt. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht rausgekriegt. Das ist ja das Schlimme. Nützen wir auch nichts, die kriege ich ja nicht, aber da diese Dornenfalle und Rohholz, also das brauchen wir definitiv, das werden wir das nächste Mal einsammeln. Es kann sein, dass ich dann eventuell doch wieder auf Ding stellen muss, weil ich bis dahin kriege ich das nicht hin. Das ist definitiv mal Fakt.
Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt da reingehen, werden uns erst einmal das Wichtigste mitnehmen, was wir verkaufen könnten. So Fetz mit Krücke, wo es kein Schwein gebrauchen kann. Was bin ich eigentlich mit den blöden Büchern da? Kleine Samen. Das sind ja normale. Nee, das ist Fett. Gebäudespeicherrolle. Wo habe ich denn das jetzt hier? Ich will nur mal kurz was gucken. Gebe dem Bett einen Namen. Furzmulde 2. Das ist natürlich schon alles drin, ne? Werkbank, Truhe, Truhe. Schau, dass da nichts drin ist. Kochtopf, Rüstungswerkbank, Lagerfeuer, alles da. Nüja. So, wenn wir erstmal schnell was kochen. Dann nehmen wir wieder die da, weil die sind mir jetzt erst einmal wichtiger. Die große Stecke. Und verdammt nochmal, ich habe ein Langschwert gekriegt, das ist ja schon mal was. Sechsmal Muschel. Der kommt wieder da runter. Fleisch. Noch mehr Fleisch. Kochtes Krabbenfleisch. Ja. Kann ich das da auch noch schmeißen? Nö. Wäre ja schön gewesen, ne? Na komm, da schmeißen wir den rein. Was soll der Scheiß? Auf jeden Fall haben wir erst einmal Satzig, da willst du mich verkackeiern. Das Wasser brauchen wir übrigens auch noch. Gut. Gut. So. Bevor wir losgehen, sammeln wir erst einmal Ei. Was könnte man noch verkaufen? Was ist denn das da überhaupt? Bei Verwendung gibt das Gefühl, todkrank zu sein. Aha. Warum sollte ich das dann nehmen? Das ist eine verdammt gute Frage, gell? So, wir haben hier noch ein Langschwert. Das habe ich eigentlich noch nicht gehabt von den Affen. Das heißt, das lassen wir mal da. Und die anderen Schwerter, mal abgesehen von dem, weil ich, das ist ja schon ein bisschen besser, nicht? Die anderen könnte man dann verkaufen. Die
Augenklappe braucht man nicht, die verkaufen wir. Die werden wir verkaufen, die brauchen wir nicht. Verteidigung, ich weiß nicht, also. Was ist denn das da oben überhaupt da? Regeneration. Aha. Verteidigung 24. Verteidigung 24. Tun wir den nochmal dahin und dann tun wir mal dahin, weil der ist nämlich noch voll, weil da kann man den nämlich auch verkaufen. Und den Rest losen wir mal. Kupfererz. Hätte ich gesagt. So, jetzt machen wir aber erst schon mal einen Cut, nein. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, macht einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao mit V und grüßt mir die Hühner.